das sind genau die Bilder, die Sie aus Amerika kennen. Immer wenn es dort einen Hurricane hat, dann wird in Florida gefilmt. Allerdings bei Temperaturen von plus 25 Grad, das ist dann schon ein bisschen was anderes als bei 0 Grad und 145 km pro Stunde Windgeschwindigkeit bei Roman Patschakowski. Nicht nur für mich und die Kameramann eine echte Herausforderung, sondern auch für den armen Sendertechniker, der da heute herausfahren hat müssen, um einen an sich winzigen Fehler zu beheben.